Das Gelände um den Steinbrücker Teich mit der Gaststätte Oberwaldhaus ist ein beliebtes Ausflugsziel vor den Toren Darmstadts. Auch viele Tierarten sind hier zu finden. Der Steinbrücker Teich ist auch eine Hochwasserschutzanlage der Stadt Darmstadt. Alle paar Jahre muss das Wasser abgelassen werden, damit Unterhaltungsarbeiten ausgeführt werden können. So auch Anfang 2022. Die Wasserfläche wird kleiner. Die Kanadagänse protestieren schon lautstark. Auch ein Nutria fühlt sich hier wohl. Der südliche, flache Bereich des Sees liegt zuerst trocken. Aus Gründen der Hangstabilität darf der Wasserspiegel nur langsam absinken, sodass die Entleerung einige Tage dauert. Oberhalb des Sees beginnt das Naturschutzgebiet Scheftheimer Wiesen bei Darmstadt, ein Feuchtgebiet, das vielfältige Lebensräume bietet. Hier sieht man rechts am See die Hochwasserentlastung, in der Bildmitte ist der Betriebsauslass in den Ruthsenbach. Der Ruthsenbach, der jetzt durch das Staubecken verläuft, soll in Zukunft aus ökologischen Gründen, vor allem um die Durchgängigkeit in diesem Gewässer herzustellen, um den See herumfließen. Im Rahmen der Trockenlegung werden hauptsächlich Vermessungsarbeiten für diese Planung durchgeführt. Auch unterhalb des Steinbrücker Teichs ist der Ruthsenbach ein naturnaher Waldbach. Die Fische wurden in ein anderes Stillgewässer umgesiedelt. Die Vögel müssen sehen, wie sie diese Woche überbrücken. Das Vermessungsteam bei der Arbeit. Genutzt wird die Gelegenheit auch, um Faulschlamm im Uferbereich zu entfernen und die Gehölze zu pflegen.